Was geht, Corey hier? Frohes Neues für die Leute, die nur einschalten, um christliche Memes zu sehen. Ja, ich hab's verraten. Wir machen eine zweite Runde christliche Memes. Was wir hier machen, ist, ich scrolle einige christliche Memes durch und lache dabei. Aber bevor wir anfangen, versucht doch nicht zu lachen und schreibt mir dann, an welchem Punkt im Video ihr doch gelacht habt. Verstanden? Dann können wir anfangen. Heute, anders als im letzten Mal, habe ich deutsche Memes rausgesucht und ich hoffe, sie sind mindestens halb so gut wie die von letztem Mal. Josefs Gesichtsausdruck bei dem Versuch herauszufinden, wie seine Frau als Jungfrau ein Kind bekommt. Ich will gar nicht wissen, was Josef gedacht hat. Ich meine, man hat ja Glauben. Aber wenn dann doch irgendwas Unmögliches passiert, dann wird unser Glaube getestet. Wenn der Priester sagt, dass jeder Fehler macht, aber Gott uns bereit durch Jesus vergeben hat. Ah, dieser Typ. Wenn dir wieder einfällt, dass Gott dich liebt. Dreieck, als erstes die Meinung zur Bibelstelle sagen. Viereck, als erstes die Meinung zur Bibelstelle sagen. X, als erstes die Meinung zur Bibelstelle sagen. Kreis, schweigen, bis jemand anderes anfängt. Ah, das ist gut. Das ist gut. Typischer Hauskreis. Witz, wenn du darauf wartest, dass die Kirche wieder aufmachen. Oh ja. Oh ja. Also ich meine, wir haben Gottesdienst, wir haben auch Live-Gottesdienst, wir gehen schon, aber es ist nichts im Vergleich zu, wie es wirklich ist. Das ist das, was ich am meisten vermisse, ist meine Brüder und Schwestern in die Arme nehmen nach dieser langen Zeit. Weil wie unpersönlich ist das, wenn du mit der Maske da rumhängst. Also das ist, es gibt nur wenig Sachen, die ich vermisse in dieser Corona-Zeit, aber eine Sache ist, meine Brüder und Schwestern zu umarmen. Wenn du ein Mädchen mit deinem Bibelwissen beeindruckst. Habe ich das je gemacht? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Vielleicht. You never know. Priester, irgendein Problem. Jesus. 100%. Nur das Problem ist, wir hauen Jesus nie drauf oder selten drauf. Erst versuchen wir alles in unserer Macht zu machen, dann versuchen wir irgendwie sonst wo dieses Problem zu lösen. Aber wenn, sobald wir Jesus auf das Problem legen, dann ist das Problem schon so gut wie weg. Beziehungsweise wir kommen mit diesem Problem klar. Wenn jemand versucht, seine Probleme ohne Gott zu lösen, und genau so ist es. Es ist wie, wenn du unter Wasser bist und versuchst, die Pfütze aufzusaugen. Oh je. Ich vergesse am Ende des Gebets Amen zu sagen. Gott, gut, nun mache ich es nicht. Ah, ich habe mal gehört, dass Leute wirklich noch Gott gebetet haben und sagen, tut mir leid für jedes Mal, wenn ich nicht Amen gesagt habe. So als ob Amen irgendein Magiespruch ist, um das alles zu machen. Und dann sitzt Gott da. Ja, du hast nicht Amen gesagt, also mache ich es nicht. Wenn du am 24.12. in die Kirche kommst und Leute in der Kirche siehst, die du nur am Weihnachten in der Kirche siehst. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei den alten, großen Kirchen so ist. Wo ich hingehe, ist eigentlich jedes Wochenende voll. Deshalb, wenn du vor deinen Freunden in der Kirche bist. Oh ja, oh ja, oh ja. Also ich meine, wie oft musste ich schon auf Person X, Person Y warten? Ich glaube, im letzten Video habe ich auch schon gesagt, ich bin halt pünktlich, überpünktlich. Und manche Leute verstehen die Pünktlichkeit nicht, so wie ich sie verstehe. Aber ja, und dann sitze ich da und dann denke ich mir so, denken die vielleicht, dass ich keine Freunde habe? Ja, aber ich kann mir gute Freunde vorstellen. Wenn ich warte, bis man in der Kirche meine Kleidung bemerkt. Nein.
Wenn du die Bibel liest und realisierst, dass nirgendwo steht, dass du gut in der Schule sein musst, ja. What? Aber es heißt, sei nicht faul. Also, ihr solltet lernen. Liebt jeden, egal wen. Auch wenn sie Tattoos haben? Ja, auch wenn sie dumme Fragen stellen. Also, ne, Thema Tattoo. Ja, Jesus liebt auch mich. Auch wenn ich ein Rebell bin und tätowiert bin. Aber er liebt auch dich, dass du dumme Fragen stellst. Oh, Baby, oder? Wenn jeder ausflippt, weil die Welt den Bach untergeht, aber ich relaxe, weil ich weiß, dass am Ende Gott immer gewinnt. Und deshalb denke ich mir, warum macht man sich so einen großen Kopf? Wenn du das erste Mal von Jesus erfährst, this is the way, this is the way. Das versteht man natürlich nur, wenn man Mandalorian geguckt hat. Ich mag zwar kein Star Wars, ne? Aber Mandalorian ist eine mega gute Serie. Ah, meine Frau kann diesen Satz, den ich immer sage, nicht mehr hören. Wenn Gott für jeden deiner Freunde eine Freundin gefunden hat, aber dich vergessen hat, dann hat Gott etwas Größeres für dich. Wenn zwei Enten die Arche Noah falsch geschrieben, oder wird Noah nicht mit H geschrieben? Also ich meine, ich bin nicht der beste Schreiber, wird Noah nicht mit H geschrieben? Wenn zwei Enten die Arche Noah verpasst haben, aber sie wissen, dass sie auf Wasser schwimmen können, ja. Ah, das ist schön. Ich verliere in Monopoly. Ich, was würde Jesus tun? Ich. Ah, das ist gut. Ich habe schon so lange kein Monopoly mehr gespielt. Ah. Aber ja, Monopoly ist ein Spiel, der deine Geduld testet. Aber wenn du verlierst, tu einfach das, was Jesus tut. Schmeiß alles vom Tisch. Ah, also man kann sogar sehen, so diese Karten, Ereigniskarte, dieses Spielbrett. Darum ist Jesus damals so ausgerastet. Nicht, weil die ihren Tempel verkauft haben, weil die Monopoly gespielt haben und Jesus verloren hat. Wenn du in der Kirche bist und dein Handy klingelt und dein Klingelton ist Highway to Hell. Wenn du dich auf das Gebet konzentrieren möchtest, aber deine Gedanken spielen verrückt. Ah. Es gab mal eine Situation. Und zwar ganz früher, als ich noch ganz jung war. Da saßen wir am Essenstisch. Und das ist häufiger passiert. Da kommt man natürlich aus einer ewig langen Spielzeit. Und jetzt wird vor dem Essen gebetet. Und die einzige Aufgabe, die ich habe, ist nicht anzufangen zu lachen. Ah. Ich glaube, ich habe einige Male Ärger bekommen, weil ich während des Gebets einfach angefangen habe zu lachen. Aber ist doch klar, wir sind Kinder. Und dann müssen wir kurz ein paar Sekunden still sein. Ich denke, das funktioniert nicht so gut. Wer mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Gesellschaft? Petrus. Kennst du Jesus? Petrus? Jetzt habe ich es erst verstanden. Gesellschaft? Aber warum Gesellschaft? Ich glaube, der hat sich auch immer weggeschlichen. Nein, den kenne ich nicht. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mehr beten. Gott, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Netflix. Das ist, denke ich, das große Problem, oder? Wir hätten so viel mehr Zeit, wenn wir das alles erstmal auf Seite legen würden. Da bin ich, mein Leben nicht im Griff, aber trotzdem Gott dankend, weil Gott immer gut ist. Und damit denke ich, beende ich dieses Video. Wie gesagt, vergesst mir nicht zu schreiben, wann ihr gelacht habt, wann ihr das erste Mal gelacht habt. Falls ihr wieder mehr davon sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare, damit ich es weiß und damit ich weiß, dass ich das häufiger machen kann. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht zu liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und das nächste Mal wieder einzuschalten. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.